Oh, verdammte Scheiße, da hat es ein Loch reingebrannt. Beim letzten Lagerfeuer im Buschkrafttreffen. Servus, grüß euch. Kleiner Spaß am Rande. Schön, dass ihr da seid, servus. Ah ja, und an der Stelle möchte ich den Sascha schnell grüßen. Du hast gesagt, der Summitbecher ist zu wobbelig. Ich habe den ja auch schon seit einem Jahr und ich finde ihn einfach klasse. Vor allen Dingen, weil er platzsparend ist. Und du nimmst ihn ja nicht mehr her, ich finde ihn toll. Und wie gesagt, du sagst ja, das ist zu wobbelig und das ist nur hier unten. Da oben ist ja der Ring, das weißt du sicher auch. Da kann man schön festhalten. Für mich ist der stabil genug, aber ist alles Geschmackssache. Ja, so als kleine Videoantwort, weil man sich ja sonst eher weniger sieht. Ja, sonst möchte ich ein bisschen labern. Ich genieße gerade hier im Wald die Zeit. Ja, dann war in Amberg das Buschkrafttreffen, ist schön gelaufen, hat alles funktioniert. Ich war nur einen Tag von zweien dort, ging nicht anders, arbeitstechnisch und überhaupt. Waren tolle Menschen da, waren tolle Leute. Einmal die alte Gruppe, ein paar neue. Grüße euch an dieser Stelle. War einfach klasse mit euch. Was haben wir gemacht? Gesoffen, gefressen. Servus beim Buschkrafttreffen, Wintertreffen 2019. Herrliches Wetter. Eine Menge los, viele Zelte. Ja, viele Leute, alles cool. Schöne Grüße, wir werden es uns heute auf jeden Fall gut gehen lassen. Schön wärmer. Das war's. So muss es doch sein. Mehr war es eben nicht. Genau, so, anderes Thema. Ich werde für Tagestouren auf zivile Rucksäcke umsteigen. Nicht Rucksäcke, sondern einen Rucksack. Weil ich mich dann einfach ein bisschen neutraler und wohler fühle. Vielleicht liegt es am Alter. Ich habe immer militärische Rucksäcke gehabt. Sei es von, was war das? Das Assault Pack oder so von Miltech und so weiter. Oder von Helicontex, den Raccoon MK2. Das sind tolle Rucksäcke, keine Frage. Aber ich möchte es ein bisschen neutraler angehen und deswegen habe ich mich entschieden, auf zivile oder einen zivilen Wanderrucksack für Tagestouren umzusteigen. Nicht wegen dem Gewicht und so, sondern einfach, um nicht so aufzufallen. Wenn man auf dem Berg ist und so, dann ich finde, wenn dann Leute vorbeikommen, da fühle ich mich einfach nicht mehr so wohl mit den militärischen Sachen und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Das wird dann werden der Osprey Castrel oder so heißt der. 28 Liter, das reicht. Das ist eine super Geschichte. In Schwarz, meine Lieblingsfarbe. Und der wäre auch schon da heute, aber blöderweise habe ich die falsche Größe bestellt. Ich brauche die M und L und ich habe S und M bestellt. War mein Fehler, ich habe nicht drauf geachtet. Genau, jetzt muss ich mir neu ordern. Der andere ist schon wieder unterwegs. Zurück zu der Firma, wo ich ihn bestellt habe. Das ist das eine, ja. Und dann habe ich mir für die Overnighter, also Übernachtungstouren, habe ich mir vom lieben Tom, auch da einen schönen Gruß, habe ich mir den Berghaus, also ich habe den Berghaus von ihm abgekauft. Und das ist der Crusader mit 80 Litern auf 100 erweiterbar und er bietet eine Menge Platz. Das Tragegestell ist, also System ist zwar jetzt nicht so komfortabel wie beim Terminator, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Der ist ein bisschen neutraler von der Optik und nicht ganz so schwer wie der Terminator. Ja, das war so die Idee dahinter. Und er hat ja auch diese abnehmbaren Seitentaschen, das finde ich auch wieder großartig. Die muss man also nicht zusammenfalten wie beim Terminator, sondern kann die einfach abnehmen mit Reißverschluss. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Naja, und für den Preis, wo ich den bekommen habe, kann ich mich nicht beklagen. Ja, dann sind noch ein paar Touren geplant. Also zweimal Bayerischer Wald, einmal mit dem Markus und dem lieben Buschpirat, den Atze. Grüße an euch an dieser Stelle auch. Und dann einmal mit dem Sven Arndt in den Alpen. Auch da Grüße. Mal schauen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe eine Tour abbrechen müssen im Winter. Ich habe einen schönen Schnee-Overnighter machen wollen. Da war es dann windig und der Schnee war auf den Bäumen zu viel. Die Last war einfach zu viel, war ich der Meinung. Die haben eh schon so zu mir geschaukelt. Und da habe ich gedacht, ich breche da lieber ab. Obwohl ich den Biwaksack und das Tarp schon aufgestellt hatte, habe ich mir gesagt, nee, das lasse ich lieber. Irgendeine innere Stimme hat zu mir gesagt, raus aus dem Wald. Und beim Heimweg, das war so anstrengend, das war unglaublich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Puh, alter Schwede, der ganze Weg ist weg. Wenn man daneben tritt, ist man gleich knietief im Schnee drin. Das ist echt übel.
Also, mal wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die zwei Brüder hier, die machen mich echt nervös gerade. Das wäre jetzt eigentlich mein Platz, aber der ist echt. Naja. Das Setup hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe irgendwie. Mir ist eine Squeezebeutel ausgelaufen. Scheiß Klump. Alles tratschnass, weil es einfach nicht funktioniert hat. Die zwei Kiefern, die regen mich total auf. Die stehen frei und wippen da umher mit dem vielen Schnee drauf. Da ist dann noch ein Schneesturm über die Felder, wo ich gekommen bin, gerast, und ich habe schon alles durch, vom Gewitter, Hagel, Sturm und so weiter, aber das war irgendwie anders, das war nicht krass. Ein paar Tage später bin ich dann nochmal im Wald reingegangen und siehe da, tatsächlich oberhalb, die Kiefern sind wirklich abgebrochen, also jetzt nicht an der Stelle, wo ich da übernachten wollte, an einer anderen, aber da denke ich mir halt schon, ja, wenn ich das so sehe, das bestätigt einfach das, wo ich mir an dem Abend oder da gedacht habe auf der Tour. Also abgebrochen sein lassen. Ich freue mich jetzt auf den Frühling. Wenn die Natur langsam wieder erwacht, herrlich. Zitronenfalter habe ich auch schon gesehen. So muss das sein. Gut, Leute, das war's von meiner Stelle. Oder an meiner Stelle. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Blabla und Gelaber über diese Sachen halt. Dann schöne Grüße an euch und lasst es euch gut gehen. Geht's raus in die Natur, genießt die Natur. Wir sehen uns bei meinem Kanal oder auf meinem Kanal wieder. Hier draußen im Wald. Macht's es gut. Danke fürs Reinschauen. Servus, ciao.